zunächst nicht zu vermeiden und weniger schön, die Haare waschen und auf Wickler drehen. Aber das Schlimmste ist ja bereits überstanden, das Haar ist trocken und die Haube darf beiseite. Bei dieser Frisur hat Lore das Haar um besonders große und dicke Wickler gelegt, damit es später locker und weich fällt. Und nun kräftig durchbürsten. Das ist sehr wichtig. Und keine Angst, die Lockenpracht wird dadurch nicht zerstört. Bei dieser blonden Frisur ist das Haar halblang. Nur die Vorderhaare sind kurz geschnitten und lassen dann später verschiedene Möglichkeiten für kleine spielerische Einfälle. Das Hinterhaar noch ein bisschen tupieren, dadurch wirkt das Haar dicker und fülliger. Und so sieht nun die fertige Frisur aus. Eine großflächige, an den Seiten besonders breite Innenrolle. Die kurzen Stirnhaare, wie improvisiert, asymmetrisch und leicht zerzaust ins Gesicht gekämmt, geben der sonst so ordentlichen und Gradlinienfrisur den letzten Schick und das individuelle Aussehen. Aber wie gesagt, hier können Sie Ihre Fantasie spielen lassen.